Moinsen Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich saß so letztens an meinem Schreibtisch und ich überlegte und überlegte und überlegte und überlegte noch mehr. Und ich wusste ehrlich gesagt nicht, was ich reviewen sollte, weil ich schon so viel aus meinem ganzen Repertoire gereviewt habe, dass ich irgendwie nichts mehr hatte. Und manchmal, vielleicht kennt ihr das, ist das Naheliegendste doch so weit entfernt, dass man das gar nicht auf dem Schirm hat. Und da bin ich auf den Trichter gekommen, wie wäre es denn, wenn wir mal die SimoCube 2 Pro reviewen? Weil die fahre ich ja nur schon seit 2 Jahren und möchte euch jetzt meine Review zur SimoCube 2 Pro geben. Also, let's go! Also die Wheelbase habe ich am 18.05.2021 gekauft. Seitdem habe ich diese Wheelbase nicht gewechselt. Ab und an war da drüben meine andere Wheelbase dran, aber ich habe mich da so drauf eingeschossen auf das Gerät und alles auf dieses Gerät eingestellt, dass ich die meisten Sachen halt hier dran fahre, wie zum Beispiel die Asetek Invicta, die ich hier gereviewt habe, weil sie dort, wenn ihr die Review geguckt habt, ein paar Probleme hatte mit der Ausrichtung. Kommen wir mal kurz zu dem Preis. Das schieben wir gleich mal vorne weg raus, weil das die meisten Leute interessiert. Was kostet das Gerät? Also 2021 habe ich für das Gerät 1.425 Euro bezahlt. Wenn du sie dir heute kaufen würdest, bezahlst du 1.429 Euro. Das heißt, der Preis hat sich nicht wirklich verändert. Das scheint wohl das preisstabilste Gerät zu sein, was es gibt in diesem Universum. Und das ist für mich auch immer noch das absolute Zugpferd auf dem DD-Markt. Man muss dazu sagen, sie geht nur am PC, nicht an der Konsole. Wenn wir mal von der Qualität sprechen, also was kriegen wir denn für 1.429 Euro? Ein Panzer. Das Ding ist einfach nur ein Panzer. Die sieht heute noch so aus, als wenn sie nie benutzt wurde, weil das Ding einfach so geil ist und so geil gebaut wurde, dass da dran eigentlich im Grunde genommen, die pappst du dir einmal an deinen Rig ran und dann baust du sie dir nicht ab. Also ich habe sie für Review-Zwecke jetzt abgebaut und zwischendurch mal was angebaut und weil ich es hoch und runter schieben musste, mal abgebaut. Aber das Einzige, was sich wirklich verändert hat an der Wheelbase, sind die Gewinde für die Schrauben. Denn nur die sehen benutzt aus. Alles andere hat sich nicht wirklich verändert. Also was kann man jetzt im Grunde genommen zur Qualität dieser Ware sagen, ohne sie aufzuschrauben? Du kriegst einfach ein Gerät, was komplett voll, umfänglich Metall ist. Da ist kein Plastik dran. Das einzige Stück Plastik, was du hast, ist die Antenne für Wireless-Lenkräder. Alles andere ist einfach gebaut wie ein Panzer. Und so fühlt sich das Ding auch an. Und ich habe daran nichts, aber auch wirklich gar nichts Negatives zu sagen oder auch nur irgendwas gefunden, was ich in irgendeiner Form kritisieren könnte. Dadurch, dass es natürlich Vollmetall ist, entsteht da ein bisschen Wärme. Ich finde, das ist noch okay. Also man kann nach einer langen Session seine Hand noch drauflegen, aber es hat auf jeden Fall eine gute Wärmeentwicklung. Das solltet ihr definitiv im Auge behalten, falls sich das vielleicht stören sollte. Bei mir ist es jetzt so, ich fahre sehr, sehr viel Force Feedback und dadurch hat natürlich der Motor innen drin sehr, sehr viel zu tun. Aber man kann die Hand drauflegen und ich finde persönlich, ist es unbedenklich. Wenn wir jetzt mal an der Stelle auf die Rückseite gucken und uns dort die Anschlüsse ansehen, kann man dort sehen, dass wir den Strom anschließen können. Wir können den USB-A anschließen, damit wir an den PC rankommen. Dann können wir unseren Notaus anschließen. Dann haben wir einen Powerknopf und dann haben wir noch einen alten Anschluss, wo wir Drucker anschließen können. Also so einen seriellen. Ich hatte leider keinen Drucker da. Ich hätte es gerne mal ausprobiert. Aber ich habe leider nichts für diesen seriellen Port, um da irgendwas anzuschließen. Aber das ist für Goodies, die von SimoCube sind, um die da noch dran zu machen. Ist, denke ich, aber vernachlässigbar. Also kann man vernachlässigen in der heutigen Zeit. Also lassen wir das mal außen vor. Die Antenne ist auch noch hinten dran für die Wheels, die wireless laufen. Denn SimoCube hat nämlich die Möglichkeit, Wheels, die damit kompatibel sind, wireless mit der Wheelbase zu paaren, wenn du keinen Bock auf Kabel hast. Mich persönlich stört das Kabel nicht so sehr, aber diese Möglichkeit hättest du und kannst sie nutzen. Wenn wir jetzt mit den Anschlüssen so durch sind, können wir uns ja mal gucken, anschauen, wie man das mountet. An der Stelle muss man dazu sagen, diese Wheelbase kann man nur front mounten. Es gibt keine Möglichkeit, das anders zu mounten von Haus aus. Es gibt Adapter, die das ermöglichen. Zum Beispiel SimCore hat es möglich gemacht, dass ihr, wenn ihr ein normales Wheeldeck habt und eure Wheelbase ist sonst immer von unten angeschraubt habt, habt ihr die Möglichkeit mit SimCore beispielsweise euch Adapter zu kaufen, die du an die Seite ranschraubst und dann auf dein Wheeldeck draufschraubst. An der Stelle möchte ich aber darauf hinweisen, dass es Extrakosten sind, die dabei entstehen.
Und ich würde euch empfehlen, falls ihr euch irgendwie eine Wheelbase in die Richtung kaufen solltet, dass ihr einen Frontmount da habt. Dafür gibt es sehr viele Aftermarket-Teile. Also in der Regel haben Rig-Hersteller auch eine Simucube-Mount oder ein VRS-Mount, also wo du Front-Mounts nutzen kannst. Solltest du aber vorher wissen, bevor du dir die Wheelbase kaufst, dass es nur Front-Mount möglich ist. Wenn du dir das jetzt hier mal in dem Video anschaust, hast du die Möglichkeit, einfach 4 Schrauben reinzudrehen. Da möchte ich dich aber auch darauf hinweisen, dass die Schrauben wirklich sehr, sehr lang sind und du da eine ganze Weile dran drehst. Also mit einem normalen Imbusschlüssel sitzt du da schon eine ganze Weile dran. Und wenn du das alleine machen musst und du sitzt die ganze Zeit so, also ich habe halt meinen Ellbogen immer so ein bisschen in den Bauch gestützt, um die Wheelbase zu halten, kann das nach einer Weile doch ein bisschen unangenehm werden. Und wie du da auch sehen kannst, rutscht mir das auch ab und zu mal ab. Ist aber gar kein Problem, ist bei mir jetzt an der Stelle nichts passiert, kann vorkommen. Mit zwei Mann wäre es, glaube ich, angenehmer und mit einer Ratsche wäre es noch angenehmer. Wenn du einen Akkuschrauber hast, wäre es sogar noch besser, weil dann geht das nämlich ein bisschen fixer. Du hast bei dem Frontmount auch die Möglichkeit, noch Dashes anzubauen. Da gibt es auch Adapter für, die meistens mit den Dashes mitgeliefert werden, wo du bei den oberen beiden Schrauben, die kannst du ein bisschen lösen. Dann steckst du das Dash da rein und schraubst das wieder an und dann ist das auch geritzt und gemacht. Die Schrauben musste ich in meinem ganzen Leben noch nicht ein einziges Mal nachziehen. Also ich schraube das einmal rein und dann passt das und dann ist das für mich vollkommen fein an der Stelle. Also da an der Stelle brauchst du auch keine Sorgen machen. Ziehst du ordentlich handfest und dann ist das Ding auch geritzt mit dem Mounting. Manche Menschen da draußen haben gerne ihre Wheelbases hinter Monitoren. Und Simucube hat da irgendwie so ein bisschen mitgedacht. Und das finde ich ziemlich cool, dass das von Haus aus so auch funktioniert. Wenn wir uns jetzt mal die Schaftverlängerung angucken, können wir vorne am Schaft bei der Lenkradannahme, können wir die Lenkradannahme abschrauben und da mal reingucken. Wenn du da jetzt drinne bist, siehst du innen drinne so einen kleinen Metallring. Den kannst du abschrauben und dann kannst du den ganzen Schaft, also das ganze schwarze metallische Stück, kannst du abziehen und kannst dir dafür einen neuen ranbauen. Dafür gibt es sehr viel Aftermarket-Teile, also von anderen Herstellern, beispielsweise Simcore macht das Ganze auch. Da hast du dann Verlängerungen von 150 mm, 105 mm, 70 mm und so weiter und so fort und kannst den Schaft an der Stelle verlängern. Das ist super simpel gemacht, das ist nur ein paar Schrauben lösen und dann wieder ranmachen und dann ist das Ding auch, also dann ist das unproblematisch gelöst für dich. Warum das jetzt zum Beispiel interessant sein könnte, bei mir beispielsweise, ich würde gerne mein Lenkrad ein bisschen weiter nach vorne holen, weil ich mit meinen Pedalen nicht wirklich mehr Spiel habe, sie weiter weg zu machen. Und damit ich nicht an jedes Lenkrad so eine Schaftverlängerung ranmachen muss, habe ich halt die Möglichkeit, an der Simucube den Schaft ranzubauen. Wenn dich das interessiert, wie das funktioniert oder dazu mal ein Video auftauchen sollte, sagst du mir bitte Bescheid, schreib mir das einfach in die Kommentare, weil ich mir demnächst nämlich eine Schaftverlängerung zulegen möchte. Und dann kann ich dir ein Video dazu machen, wie man die Schaftverlängerung dort anbaut. Und dann hast du keine Probleme und kannst das einfach nachmachen. Also auch super schön gelöst bei Simucube mit der Schaftverlängerung. Easy peasy. Wenn wir mal kurz hier hinten in die Ecke gehen und uns dieses Wheel nehmen, was ich aktuell benutze, können wir uns mal ein bisschen mit dem Quick Release beschäftigen. Ah, die meisten Leute sagen, dass es nicht wirklich ein Quick Release ist, weil es nicht so funktioniert wie im Auto. Raufdrücken und dann hinten den Ring wegziehen, wenn du es abziehen möchtest. Ich sage trotzdem immer gerne Quick Release dazu, weil es ist von den Aktionen, die man ausführt, ungefähr dieselbe Menge. Also es ist dieselbe Menge, es ist nur ein Stift rausziehen, anstatt einen Ring ziehen. Wenn wir uns das hier hinten mal ansehen, kannst du sehen, dass hier ein metallisches Teil dran ist. Das kostet 69 Euro, das kannst du hier kaufen. Und dann kannst du das an fast jedes Wheel mit einem Lochkreis, kannst du es ranschrauben und hast die Möglichkeit, verschiedene Wheels zu fahren. An der Stelle muss gesagt sein, das sind zwei verschiedene Teile. Wir haben einmal hier den Ring, der hier dran ist, an der Stelle, den du ans Lenkrad schraubst. Und dann schraubst du von hier auch nochmal an der Stelle in dieses obere Stück rein, um das Teil dran zu haben, was nachher an die Wheelbase kommt. Das hängst du quasi einfach nur so rein und steckst das da rein, wie du hier in dem Video dann sehen kannst. An der Stelle muss betont sein, falls du irgendwann mal so ein kleines Knarzen entdecken solltest, was sehr unschön ist und ich das überhaupt nicht mag, wenn etwas knarzt, dann würde ich dir empfehlen, diese 4 Schrauben hier hinten mal zu lösen und das wieder ranzumachen.
Schöne Grüße gehen raus an Dan Suzuki, der mich damals darauf aufmerksam gemacht hat, weil ich nämlich gedacht habe, dass mein Wheel intern knarzt. Aber dabei war es der Quick Release, weil die Schrauben sich irgendwie hier drin ein bisschen verzogen haben. Das ist mir aber erst nach anderthalb Jahren passiert und ist jetzt wieder weg. Und das waren ungefähr 2 Minuten Arbeit. Ich musste nichts fetten, gar nichts, einfach Schrauben lösen, wieder ranmachen und fertig ist der Bums. Also an der Stelle ist das für mich persönlich eine der schönsten Lösungen, die es gibt und auch kostengünstig für die Leute, die da draußen mehrere Wheels haben. Denn ich finde 69 Euro für das Stück Metall, was wirklich super wertig ist und ganz toll verarbeitet ist. Weltklasse. An der Stelle noch ein ganz kleiner Hinweis von mir an euch, damit ihr euch ein bisschen Geld spart, weil ich war nämlich ein kleiner Idiot und habe einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich letztens gerade, als ich gefahren bin, warum auch immer, mittendrin mein Wheel abgebaut und habe vergessen, den Motor auszumachen mit dem E-Stop. Naja, wenn du dir jetzt hier in diesem Video von der Front mal ansiehst, wie mein Quick Release vorne aussieht, dann siehst du, dass da ein bisschen was schief gelaufen ist. Denn als ich das abmachen wollte, hat irgendwann mein Motor angefangen, den hier zu machen und ich habe das nicht abgekriegt und habe das Lenkrad währenddessen gehalten und habe mir dann sowohl eine Lenkradannahme als auch die Annahme an der Wheelbase kaputt gemacht. Also falls ihr das nicht haben wollt, drückt einfach den Knopf vorher und habt diese Probleme nicht und spart euch ein bisschen Geld. Ja, das würde ich euch empfehlen, weil 69 Euro sind 69 Euro. Ansonsten, was kann man noch dazu sagen? Ein kleiner Side-Fact, der in dieser Review vielleicht den einen oder anderen auch interessieren würde. Ihr habt die Möglichkeit, eure VHS-Wheelbase auf denselben Quick-Release umzubauen, was ich euch immer empfehlen würde, weil das Ding einfach preis-leistungstechnisch ein absoluter Banger ist. Du kannst auch die Schaftverlängerung an der VHS anbauen. Dafür gibt es zum Beispiel im Simbrace-Shop gibt es den Ring, den du dir kaufen kannst. Den kannst du dran machen und kannst den Schaft dran machen und dann kannst du das dran machen. Weil der VHS Quick-Release ist qualitativ sehr gut, aber er kostet halt auch einfach Wheelzeit technisch 99 Euro. Und das kann man sich ja auch noch mal ein bisschen sparen, indem man vielleicht auf das umbaut. Oder falls ihr irgendwann mal die Wheelbase wechseln solltet, seid ihr mit dem SimoCube Quick Release an einer sehr guten Stelle und sehr gut aufgestellt. Kleiner Side-Fact. Nachdem wir jetzt so das ganze Äußere und so ein bisschen das Auftreten besprochen haben, lasst uns mal in die Software hüpfen und da gucken, was man da so einstellen kann. Willkommen in meinem Rig. Heute befinden wir uns mal nicht im Test-Rig, sondern an meinem Main-Rig, weil hier fahre ich meine SimoCube 2 Pro. Und jetzt sprechen wir mal ein bisschen über die Software. Das hier ist für euch der Begrüßungsscreen, den du bekommst, wenn du das erste Mal SimoCube 2 True Drive startest. Hier kannst du sehen, das Wheel in der Mitte, ob das, hier kannst du das centern etc. pp. Wenn du Lenkräder dran hast, die damit verbunden sind via Wireless, kannst du hier auch deine Inputs sehen etc. pp. Und das ist es eigentlich auch. Du kannst hier oben sehen, welche Profile du für dich geladen hast, währenddessen du fährst. Du kannst sehen, dass sie gerade funktional ist und du kannst auch sehen, dass der E-Stop released ist. Das heißt, dass der jetzt gerade quasi an ist. Wenn ich jetzt mal den Knopf drücke, kannst du sehen, dass der gedrückt ist und hier ist der Motor ist jetzt aus. Das heißt, das Ding bewegt sich einfach so für sich hin. Wenn wir den jetzt wieder lösen, gibt es einen Ton und dieser Ton sagt dir, dass es wieder an ist. An der Stelle ein kleiner Hinweis, du kannst hier oben den High-Torque-Modus ausmachen. Wenn du den High-Torque-Modus ausmachst, dann hast du nicht den vollen Funktionsumfang dieser Wheelbase. Das heißt, hier wird ein bisschen der Dunst vom Motor runtergenommen. Wenn du den anmachen möchtest, kannst du hier oben rechts auf Enable drücken, dann scrollst du einmal nach unten. Ich würde dir übrigens raten, das zu lesen, weil das sind gesundheitliche Hinweise, die sehr wichtig sind, weil diese Wheelbase als auch wie andere Wheelbases können dir deine Finger brechen. Das heißt, bitte, wenn du das machen solltest, denke darüber nach, lies dir das durch. Vorsicht! Hier unten gibt es die Möglichkeit, den automatischen Start vom High-Torque-Modus anzumachen. Der ist am Anfang ausgegraut für 10 Sekunden und einige Menschen übersehen den oder haben den schon mal übersehen in meinem eigenen Dunstkreis. Das heißt, wenn wir jetzt einfach nur Activated High-Torque-Modus machen und wir würden den Rechner neu starten, dann haben wir wieder keinen High-Torque-Modus drin. Das heißt also, wenn du den vollen Funktionsumfang deiner Wheelbase und die maximale Power dieser Wheelbase haben möchtest und das jedes Mal, wenn du den Rechner startest, musst du hier unten einen Haken reinmachen. Dann drückst du auf Activate, dann kannst du dir das hier bitte nochmal durchlesen, dann kannst du hier die Haken dran machen und dann kannst du das Ganze aktivieren. Dann kriegst du nochmal einen Ton von der Wheelbase, ein Gepiepe und dann ist er an. Und das kannst du auch hier oben rechts in der Ecke kannst du das sehen. Wenn wir jetzt weitergehen, haben wir auf dem zweiten Reiter die
Lenkradverknüpfung, weil diese Wheelbase ist ja in der Lage, mit Wheels wireless zu kommunizieren. Das heißt, du brauchst dann kein Kabel ranstecken etc. pp., sondern musst es dann immer nur laden. Ich habe jetzt gerade aktuell keins hier, um dir das zu zeigen. Das wird aber in der nahen Zukunft wird nochmal ein Wheel hier auftauchen, was ich teste, was wir dann hier an der Stelle auch machen. Und dann wirst du hierzu dieses Video dann bekommen. Also hier hast du die Möglichkeit, dein Lenkrad, was wireless ist, mit der Simucube zu verbinden. Dann gehen wir mal kurz in den Tab rein für die Settings, also die Overall Settings. Hier kannst du deine Stärke einstellen, wie die Center Spring ist, also dass das Lenkrad wieder immer in die Mitte gezogen wird. Das habe ich alles ausgemacht. Das hier ist bei mir Standard. Also ich habe hier nicht großartig irgendwas eingestellt, weil ich das nicht brauchte und damit auch zufrieden war, dass es so ist, wie es ist. Du kannst hier aber noch deine Notifications anmachen, wenn du gerne hören möchtest, ob die Wheelbase klippt oder nicht. Ich sag mal so, wenn man im Auto sitzt, hört man das eh nicht, weil es ist gut laut. Ihr wisst ja, wie es ist, wenn der Motor brummt und man schalten will oder wenn der Motor ein bisschen höher fährt, dann hört man das meistens eh nicht. Aber wenn ihr das macht, falls ihr keine Kopfhörer aufhabt und ihr fahrt mit Boxen, könnt ihr das natürlich hier auch einstellen. Kommen wir mal zum wichtigsten Teil. Presets bzw. Einstellungen für das Force Feedback. Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Ich zeige dir erstmal die neuere Version. Und dann die alte, die ich persönlich ein bisschen besser mag oder lieber mag. Wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze online zu machen. Du müsstest dir dann ein Konto erstellen. Ich habe das jetzt mit meiner Google-E-Mail-Adresse habe ich das gemacht. Und da kannst du dich dann einloggen, dann kannst du dir deine Profile machen und dann liegen die auch in der Cloud drin. Das heißt, sie verschwinden nicht etc. pp. Wenn du das möchtest, kannst du das gerne tun. Ich persönlich habe das nur getan, damit Menschen meine Einstellungen finden für ACC als auch für iRacing, als für Dirt Rally. Also an der Stelle, falls du meine Presets irgendwann mal übernehmen möchtest, brauchst du mich nicht fragen. Also kannst du schon gerne machen und ich beantworte dir das auch sehr gerne. Du findest sie aber auch online, wenn du einfach nach meinem Namen suchst an der Stelle, wirst du die Profile dazu finden, die ich persönlich auch sehr gut finde, sonst würde ich sie ja nicht fahren. Vielleicht ist das ja was für dich. Du hast aber auch die Möglichkeit, von anderen Leuten alles Mögliche zu finden an Einstellungen bzw. ja, Force Feedback bzw. die ganzen Settings und Filter etc. pp. Du kannst hier wirklich nach Wheel sortieren, du kannst hier nach User sortieren, du kannst hier wirklich so viel machen. Und wenn wir da jetzt mal reingucken, hast du auch die Möglichkeit, hier an der Stelle die ganzen Sachen zu lesen, die dort eingestellt wurden. Wenn die Leute das gemacht haben, kannst du hier auch lesen, ob das realistisch ist, mit welchem Lenkrad das ist, wo das getestet wurde. Also wenn die Leute sich wirklich Mühe geben, steht da eine Menge drin, die du auch für dich übernehmen kannst. Und dann könntest du an der Stelle auch einfach sagen, Quick Try, und dann übernimmt er das Ganze oder du drückst hier vorne einfach drauf und dann kannst du hier oben ja sehen, dass er das übernommen hat, diese Settings, und dann kannst du damit fahren. So, jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, den ich persönlich besser mag oder lieber mag. Ich mag es gerne offline. Ich habe das gerne auf meinem Rechner, weil ich mir selber Sicherheitskopien mache und ich möchte auch nicht, ehrlich gesagt, überall einen Account machen, um irgendeine Cloud zu haben, weil wir haben schon so viele Clouds und Gedöde. Ich denke für mich an meiner Stelle ist es einfach optimaler, wenn ich das auf dem PC habe und eine Sicherheitskopie auf meinem eigenen NAS. Also ich präferiere mehr diesen Modus hier und wie du sehen kannst, sind da auch alle meine Settings drin. Man kann hier an der Stelle einfach sagen, dass man einfach ein neues Profil hinzufügen will. Dann kannst du da einen Namen eingeben und dann hast du hier quasi diese Namen und diese Profile enthalten. Dann können wir hier einfach mal auf Edit drücken. Dann wirst du begrüßt mit diesem Modus normalerweise, wo du nicht sehr, sehr viel einstellen kannst. Und ich würde dir empfehlen, das Ganze auf Expert Settings zu machen. Und dann kannst du hier allerhand Sachen einstellen an dieser Stelle. Ich musste gerade gucken, ob ich mein eigenes Profil verwurstet habe. Habe ich gerade mein eigenes Profil verwurstet? Habe ich nicht, glücklicherweise. Puh. So, an der Stelle, bei mir ist halt wirklich das Force Feedback im Treiber bzw. auf der Wheelbase immer auf 100%. Ich habe immer auf 900 Grad die Steering Range gestellt, weil das die meisten Spiele übernehmen das für die Autos. Und dann hier unten sind noch ein paar Filter an der Stelle eingestellt. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass das nicht mein Preset ist. Ich habe mir das damals von einem Stun, habe ich mir das gemopst, der hat mir das geschickt.
2021, als ich mir die Wheelbase gekauft habe, und das fahre ich bis heute. Ich bin dir immer noch sehr dankbar dafür. Vielen lieben Dank. Das hier ist quasi seit 2 Jahren fahre ich so ACC. Und daran habe ich nie irgendwas umgestellt und finde es wirklich sehr, sehr gut. Bei iRacing, falls du nachher irgendwann in das iRacing-Profil gehen solltest oder Dirt Rally-Profil gehen solltest, da habe ich ein bisschen was aus allen Welten und ein bisschen hier gedreht, ein bisschen da gedreht, dass es für mich an der Stelle passt. Wenn du jetzt im Offline-Modus bist, kannst du hier oben sehen, welches Profil gerade ausgewählt ist, wie auch im Online-Modus. Und du kannst dir auch hier unten ein gewisses Profil als Default einstellen, was bedeutet, wenn deine Wheelbase hochfährt, also sagen wir mal, du fährst größtenteils ACC, dann kannst du hier auf ACC gehen und sagen, hey, set as current default. Das heißt, wenn dein Rechner angeht und hochfährt, ist das immer geladen. Ich hatte mal vor einer Weile, und das möchte ich dich darauf hinweisen, nicht, dass du dich vielleicht irgendwann mal wunderst, das ist mittlerweile nicht mehr so. Vor einer Weile musste ich mein SimoCube 2 True Drive immer anmachen, damit er die Profile lädt. Ich weiß nicht, warum das so war. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Aber falls dem so sein soll, falls du mal irgendwie gehende Leere hast im Lenkrad, wenn du ein Spiel startest, musst du einfach nur True Drive aufmachen und dann kannst du loslegen. Ich hoffe für euch, dass es nicht so ist. Ich weiß leider, konnte es nie reproduzieren, weil mittlerweile ist es nicht mehr so. Aber du kannst SimoCube True Drive, wenn du möchtest, sicherheitshalber einfach mitstarten. Dann ist es am einfachsten und dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Aber falls du irgendwann mal das Problem haben solltest, hast du es jetzt mal gehört. Und jetzt sind wir mit der Software fertig und dann schmeißen wir uns mal eine Runde in ACC rein und fahren da jetzt mit dem Mercedes auf Spa. Und dann könnt ihr euch das mal angucken, wie so die Sensation ist, und dann versuche ich euch mal ein bisschen zu erklären, wie das Force Feedback ist. Also, let's go. So, wir befinden uns in ACC, Mercedes, Evo, GT3 auf Spa. Let's go. Drehen wir mal eine Runde. Und dann versuche ich dir mal zu erklären, was hier so zu fühlen ist und wie hier die Party abgeht. Wir fahren wie immer schön aus der Box raus. Wir haben hier oben immer gleich, und das ist ja das Schöne an der ganzen Sache hier, so eine richtig schöne unebene Stelle. Uiuiui. Und bei mir ist das Force Feedback wirklich sehr hoch. Ich habe es jetzt aktuell im Treiber bei 42%. Das heißt, wir fahren irgendwo was bei 12, 13 Newtonmeter aus der Wheelbase, wenn wir jetzt mal eine ganz simple Rechnung machen. Ne? Hier spürt man auch sehr schön die Vibration gleich auf der Straße. Hier haben wir das Körb schön, können wir mitnehmen. Und da merkt man auch schön das Geriffelte sozusagen. Hier merkst du auch sofort, wenn du auf den AstroTurf drauf bist, dass das einfach wieder ein bisschen gehende Leere wird. Das haben wir ja bei anderen Wheelbases auch. Das kriegen die ja sehr gut hin. Und das ist wirklich eine ganz tolle Sensation hier an der Stelle. Wenn wir jetzt hier ein bisschen weiterfahren, hier kommt ja gleich wieder so eine Stelle, wo so ein Loch in der Straße ist. Habt ihr ja gerade gesehen, dass das Auto vorne rechts ein bisschen runtergefallen ist. Das merkst du auch wunderbar. Du merkst hier wirklich, dass die Hinterachse am Arbeiten ist. Du merkst sofort, wenn du über die Vorderachse schiebst, weil dann das Force Feedback ein bisschen weniger wird an der Stelle. Du merkst zwischendrin auch, sieht man, denke ich, auch, wenn man das mal sieht beim Anbremsen, dass das Auto hinten ein bisschen leicht ausschwenkt. Hier schöne Vibration drin vom Körb. Was hier, oh, da ist das Auto fast weggeflogen, aber das hat man sehr schön auch gemerkt, auch den Gegenpendler. Also alles in allem merkst du hier wirklich alles, und das auch noch im Exorbitant. Man muss dazu sagen, wie gesagt, ich habe jetzt mein Force Feedback wirklich sehr, sehr hart eingestellt, weil ich das mag, ein bisschen mehr am Lenkrad zu arbeiten. Ob das jetzt realistisch ist, weiß ich nicht. Spielt aber für mich keine Geige, weil das muss ja für mich Spaß machen, nicht wahr? So, wenn wir jetzt mal unsere trusty Kurve nehmen. Uhusch. Ich hoffe, wir überleben sie. Schauen wir mal. Das wird auf jeden Fall jetzt ein Fest, weil das ist mit dem Mercedes immer gar nicht so einfach mittlerweile. Aber da kann ich euch auch nochmal erklären, wie sich das anfühlt. Hier haben wir auch gerade schön das ABS gemerkt, weil dann die Wheelbase anfängt so ein bisschen zu rattern. Also nicht rattern im Sinne von Geräuschrattern, aber du merkst, dass es so brrrr, dass du im Lenkrad das ABS-Bremsen fühlst. Boah, bitte überleben. Ich muss mal gucken. Okay, gut. Also hier auch, da ist kein Stück Leere drin in dem Lenkrad, sondern du hast wirklich sehr viel Gegendruck. Also du merkst halt wirklich, was das Auto machen will, also in welche Richtung es möchte, oder wenn die Reifen verschwinden. In Rouge hat man das ja auch manchmal, dass man ein bisschen über die Vorderachse fährt. Und das merkt man hier wirklich
ausnahmslos und tadellos an der Stelle. Und das ist wirklich eine Sensation. Und dieses Force Feedback sucht auch seinesgleichen. Also für eine ganz lange Zeit war das hier auf jeden Fall der König der Straßen, finde ich persönlich. Mittlerweile haben wir auch schon gute Konkurrenten, die das genauso gut hinbekommen. Aber für eine ganze Weile war das hier einfach der König, wie ich finde. Und es ist jetzt nicht so, als wenn du das Gefühl hast, dass hier die Arme irgendwie abgerissen werden oder dass hier irgendwie alles nur auf Gewalt getrimmt ist und auf Stärke, sondern du hast wirklich so eine gute Mischung aus, dein Auto möchte verschwinden, da ist eine gewisse Stärke drin, dein ABS wird gerade getriggert und du fährst über Curbs, das ist alles so leichte Vibrationen untenrum, nicht so überdeckend und betont, sondern du merkst halt wirklich, jetzt gerade wenn du hier über einen Curb überfährst, merkst du so, im unteren Bereich, im versteckteren Bereich, das Curb vibriert, aber du hast trotzdem noch die Stärke drin, dass du dein Auto halt halten musst, weil es halt in eine gewisse Richtung möchte und hier in eine gewisse Richtung drückt. Also, was kann man dazu sagen? In ACC ist das für mich persönlich mit eins der schönsten Force Feedbacks, die es gibt. Also in ACC mit der Wheelbase. Und ich bin sehr, sehr großer Fan davon. Und ich war noch nicht ein einziges Mal enttäuscht, dass ich irgendwas nicht gemerkt habe oder irgendwie etwas zu doll fand. Und das war mein Fahrtest in ACC und mein Feedback dazu. Und wir gehen jetzt mal in iRacing rein und fahren da jetzt mal eine Runde. Fahrtest in iRacing, Mercedes. Evo, GT3, Spa, iRacing. Let's go. Schmeißen wir die Hütte an und dann geht's los. Das Ganze fahren wir natürlich mit meinen Settings, die wir eben gerade uns angesehen haben. Also ich habe jetzt auch die Profile gewechselt dafür. Hier war schon wieder sehr viel Force Feedback dran. Also es ist genau deswegen mag ich Spa so gerne, weil wir sehr viele Elemente haben, die Wheelbases wiedergeben müssen. Gerade so Ausfahrten und Löcher etc. pp. Auch hier merkt man wieder, dass das Auto sich sehr schön bewegt und die Unebenheiten dir sehr gut aufgezeigt werden in deiner Wheelbase. iRacing hat ja im Vergleich zu ACC ein etwas anderes Feedback. Force Feedback, die sind da ja ein bisschen mehr bedachter, das wie in der Realität wiederzugeben. So mein Wissensstand und dadurch sind gewisse Effekte einfach ein bisschen weniger. Hier merkst du aber wunderbar das Curb. Also du siehst, du spürst richtig, wie das Auto am Arbeiten ist und wie die Unebenheiten der Curbs hier wiedergegeben werden an der Stelle. Und du hast auch gleichzeitig wieder schön den Gegendruck drin, wo du merkst, dass dein Auto nach außen gezogen wird. Hier spürst du halt auch wieder den Asphalt. Ne? Also Asphalt ist ja nicht immer nur gerade, da sind ja auch ab und zu mal ein paar Unebenheiten, die kannst du ja auch wunderbar spüren. Du merkst hinten, wenn das Auto rumrotiert, weil du dann so eine gewisse Leichtigkeit merkst. Du merkst auch hier, wenn wir jetzt mal völlig übertreiben und ganz hart einlenken, dass du über die Vorderachse schiebst an der Stelle, weil die Reifen krumm stehen. Also das spürst du auch wirklich sehr, sehr schön und sehr angenehm. Hier, wenn wir jetzt mal so die Curbs rüberfahren, merkst du das. Du merkst auch hier an der Seite, wenn du jetzt hier auf den AstroTurfs drauf bist. Das ist übrigens auch noch, heißt das AstroTurfs oder AstroCurbs? Ich meine, dass das AstroTurfs ist, oder? Wenn ich falsch liege, korrigiere mich doch mal an der Stelle. Aber auch das merkst du, weil der Widerstand da ein bisschen geringer wird, weil das ist ja kein Asphalt und das spürst du wirklich wunderschön. Hier merkst du auch, oh ja, das war natürlich zu Demonstrationszwecken. Man hat sehr gut gemerkt, wie das Auto ausgeschert ist hintenrum. Und genau deswegen, weil ich so ein wundervolles Force Feedback habe, habe ich das natürlich auch wieder einfangen können. Weiter geht's. Fahren wir nochmal Rouge. Das ist ja auch immer so ein gewisser Punkt. Da sind die Wheelbases doch, die ein oder andere ist da ein bisschen unterschiedlich und gibt da unterschiedliches Force Feedback aus, gerade in der letzten Review, als wir diese Wheelbase getestet haben. Aber hier merkst du halt wunderbar schön das ganze Auto, wie es halt erst nach rechts will und dann nach links will. Und das wird hier unglaublich schön wiedergegeben. Du kannst das Lenkrad dabei sehr schön halten. Hier merkst du halt wieder die ganzen Unebenheiten. Du merkst sogar bei beiden
Sims, die wir jetzt gefahren sind, wenn irgendwie Sand oder sowas auf der Strecke ist und du nicht ganz so viel Grip hast. Also das kannst du wirklich sehr schön spüren, wenn man dann weiß, dass es da ist, sagen wir es mal so. Ne? Wenn man das nicht gewohnt ist und nicht danach sucht, wird es halt ein bisschen schwierig, aber hier kannst du das wirklich sehr schön spüren an der Stelle. Du merkst halt auch, finde ich, sehr schön im Lenkrad, welche Seite irgendwas passiert. Beispielsweise, wenn du jetzt hier drüber fährst, kannst du das erspüren im Lenkrad, dass es auf der rechten Seite passiert und nicht auf der linken Seite. Frag mich nicht, wie die das hingekriegt haben, aber nach vielen Jahren des Fahrens habe ich festgestellt, dass sie das irgendwie gebacken gekriegt haben, dir darzustellen, auf welcher Seite irgendwas passiert. Das ist übrigens echt wunderbare Technik, oder? Mit was wir heute mittlerweile zu Hause fahren können und wir nicht in der Realität unterwegs sein müssen. Aber man merkt auch hier an der Stelle, und das ist für mich auch immer so ein wichtiger Indikator, auf welcher Seite etwas passiert. Also gerade jetzt, wenn wir hier fahren, merkst du wahrscheinlich, vielleicht ist es auch so eine Kopf-Hand-Sache, die miteinander kommunizieren, weil du es auf dem Bildschirm siehst. Aber du kannst halt merken jetzt hier auf der linken Seite, also auf der linken Seite vibriert es mehr als auf der rechten Seite. Und das ist auch in ACC der Fall. Also du kannst das wirklich sehr schön wahrnehmen und du kannst das Ganze auch irgendwie orten. Und das finde ich sehr, sehr toll. Also hier an der Stelle auch ein wirklich ganz tolles Force Feedback. Ist eine ganz tolle Sensation. Ich habe hier an keiner Stelle irgendwas negativ anzumerken, weil mir hier auch überhaupt nichts auffällt, wo Verbesserungspotenzial wäre, da ich das auch nicht anders kenne und das für mich immer so ein bisschen der Maßstab ist. Lasst uns mal rüberhüpfen zu den Geräuschtesten. Wir gucken jetzt mal, wie das in ACC mit der Geräuschkulisse ist und danach schauen wir uns nochmal Iris an. So, machen wir mal einen Geräuschtest in ACC. Ich bin jetzt ein bisschen weiter weg, weil das Mikrofon hängt hier an der Seite dran von der Wheelbase. Und dann halte ich jetzt kurz mal meinen Schnabel und ich fahre einfach. Und ihr könnt jetzt mal in einer Runde hören, wie viele Geräusche entstehen. Das Knarzen, was ihr zwischendurch hört, das ist mein Sitz und meine Sitzschiene beim Anbremsen. Ne? Also das hat damit nichts zu tun und das Klackern hier ist sind meine Shifter. Wir sind jetzt in iRacing, Mikrofon ist an derselben Stelle, an der Handbremse dran. Ich fahre jetzt einfach eine Runde. Nochmal als Hinweis, das Klickern sind meine Shifter vom Lenkrad und falls es knarzt, ist mein Sitz, weil das liegt an der Sitzschiene, an der der Sitz dran ist, wie ihr hier hören könnt. Das knarzt ein bisschen. Los geht's. Wir fahren eine Runde, damit ihr das hören könnt. Nachdem wir das Ganze jetzt gefahren sind und auch einen kleinen Geräuschtest gemacht haben, würde ich euch jetzt sehr gerne meine persönlichen Gedanken zu dieser Wheelbase geben. Negatives, Positives und mein Fazit. Positiv ist auf jeden Fall, dass das Ding absolut wertstabil ist. Da wird nicht rumgedödelt, also es sind 4 Euro mehr seit 2021, die oben drauf gekommen sind und du kriegst einfach einen absoluten Banger. Wenn du das auspackst, hast du wirklich hochwertige Hardware, wo du jetzt nicht das Gefühl hast, dass das irgend so ein, ich sag's mal in Anführungsstrichen, China-Bomber ist, sondern du hast wirklich was Wertiges in der Hand. Du kannst beim Anfassen, kannst du merken, dass es wertig ist und selbst wenn du deine Nase in das Paket reinhältst, was ich ja super gerne tue, falls ihr das nicht wisst, hast du nicht das Gefühl, dass du irgendwie eine Chemiefabrik auspackst. Was ich
als Kunde immer sehr toll finde. Ansonsten kann ich euch sagen, habe ich in 2 Jahren nicht ein einziges Problem damit gehabt. Ich habe keine Treiberprobleme gehabt, ich habe keine Firmware-Probleme gehabt, ich habe keine Ausfälle gehabt, mein Force-Feedback hat immer funktioniert. Diese Wheelbase hat mich in über 4000 Stunden Fahren nicht einmal im Stich gelassen. Noch nie. Und das finde ich sehr, sehr positiv und das ist mein persönlicher dickster grüner Daumen, den ich euch geben kann für ein Stück Hardware, was dieses Geld kostet. Kommen wir mal zu den negativen Sachen. Fertig. Gibt keine. Und das ist wirklich mein Ernst. Ich habe an diesem Stück Hardware nichts auszusetzen. Nichts. Selbst wenn ich suchen wollen würde, würde mir nichts auffallen, was ich negativ finde. Leider. Weil ich bin ja immer so ein Mensch, der gerne sowas findet, um euch darauf aufmerksam zu machen. Aber habe ich nicht. Kann ich euch nicht geben und werde ich euch nicht geben. Man könnte jetzt sagen, es ist eine 10 von 10 Wheelbase. Aber ihr wisst, ich persönlich gebe nie ein perfektes Rating raus, weil es gibt immer Möglichkeiten, das besser zu machen. Und diese Wheelbase hat vielleicht den einen oder anderen Quirk, den ich persönlich noch nicht gefunden habe, den einige von euch da draußen vielleicht gefunden haben. Aber es ist, ich habe nichts. Also falls ihr da jetzt drauf gewartet habt, ich habe leider nichts. Kommen wir mal zu dem Fazit zu der SimoCube 2 Pro. Für mich persönlich einer der schönsten Stücke an Hardware, die ich mir die letzten Jahre gekauft habe. Ich habe nichts zu bemängeln. Ich habe es ausgepackt. Ich benutze es. Und ich liebe es. Für mich ist das einer der wertstabilsten Investitionen, die man im Simracing machen kann. Denn du kriegst das, was du bezahlst. Und das ist mir persönlich, für die Menschen, die das hier öfter gucken, für die neuen Menschen würde ich das gerne erklären. Mir ist das immer sehr, sehr wichtig, dass ihr da draußen als Kunden für euer Geld das Maximalste bekommt. Denn Simracing ist nicht günstig. Wenn wir in den mittleren und in den teureren Bereich reingehen, dann geben wir schon sehr, sehr viel Geld aus und ich bin der Meinung, dass wir die letzten 2 bis 3 Jahre eine sehr gute Entwicklung getätigt haben, dass Menschen endlich das kriegen, was sie verdienen für ihr Geld. Das kann natürlich immer jeder selber entscheiden, wofür er sein Geld ausgeben möchte. Mir ist es aber wichtig, dass du Freude hast, wenn du etwas auspackst. Und das wirst du definitiv haben, wenn du dir eine SimoCube kaufst. Du wirst absolute Freude haben. Nach 2 bis 3 Jahren, die ich sie jetzt fahre, habe ich vielleicht von einer Handvoll Menschen gehört, dass sie mal Probleme hatten, dass da ein bisschen Spulenfiepen drin war oder dass ein bisschen Knarzen war. Aber da war SimoCube an der Stelle, soweit ich das gehört habe, sehr entgegenkommend. Ich hatte mit dem Kundensupport noch keine Berührungspunkte, weil ich es nicht brauchte. Aber wenn ich mal so das über die Länge der Fahrzeit vergleiche mit anderen Wheelbases, habe ich als Content Creator noch nicht so viel gehört von meiner Zuschauerschaft, dass es da Probleme gab. Also SimoCube, 9 von 10, grüner Daumen, wenn du eine Wheelbase brauchst, DD, 25 Newtonmeter, SimoCube 2 Pro und Abfahrt. Und an dieser Stelle möchte ich mich bedanken, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Würde mich freuen, wenn du mir ein bisschen Feedback gibst in den Kommentaren. Das war die letzten paar Videos wirklich sehr großartig von euch, weil mir das sehr viel Rückenwind gibt, viele Dinge besser zu machen und diese Reviews für euch noch etwas besser zu gestalten. Also lass mich das doch gerne wissen. Fährst du vielleicht selber eine SimoCube? Hast du vielleicht schon mal irgendwas Negatives gehört oder hast du selber Erfahrungen mit dem Kundensupport gemacht? Schreib das alles bitte unten rein, weil ich das super wichtig finde, sich darüber auszutauschen. Denn wir wollen alle das Maximum für unser Geld haben. Und wenn du dann fertig bist, mit einem Kommentar schreiben, kannst du auch ein Like draufhauen, hoch, runter. Hauptsache du interagierst mit dem Video und dann teilst du das mit deiner Mama, mit deinem Hamster, mit deiner Pflanze und wer auch immer irgendwelche anderen Endgeräte hat, um sich das anzugucken. Denn der Algorithmus freut sich sehr darüber und ich auch und Paul auch. Und an der Stelle, Tschüssikowski, vielen, vielen lieben Dank, dass du zugesehen hast. Bis dann.